Hallihallo, hallihallo. Hier sind wir auch schon wieder. Und zwar bei Craft the World. Oh, unser Zerg ist gerade wieder runtergefallen. Ja, wir sammeln hier gerade einiges an Ärzten. Bauen wir auch ab. Und ja, wir haben nur noch 24 Minuten, bis die große Welle angreift. Kann man die eigentlich vielleicht schon sehen von beiden? Und wir haben ein ganz großes, großen Wasserbereich. Okay. Sind bestimmt hier, aber warum kommt ihr hier nicht weiter? Naja, sollen sie mal da drüben bleiben. Sehr gut, sag mal hier die Erde weg und wir können. Genau, das wollte ich ja. Machen wir hier drüber noch eine Fackel. Und genau, baut man die ganze Kohle ab. Wie viel fehlt noch? Eine Kohle noch? Die lassen wir erstmal weg hier unten, die können wir später noch abbauen. Genauso wie die. So. Ah, wir können ja dann nochmal eine Treppe hin. Dann machen wir das doch mal so hier. Und die Erde. Die Kohle haben wir erledigt. Wir brauchen jetzt den Sand. Skelette fehlen auch noch ein paar. Wir müssen Bäume auch noch fällen. Und dann fällt man noch ein paar Bäume. Den hier noch. Hier noch. Da ist nichts zu tun hier drüben. Wir werden angegriffen. Okay. Das kriegen wir hin, so einen kleinen Käfer da. Genau, und ich hier mal eine Leiter hin. So, bauen gleich mal noch eine Leiter zufällig. Genau, zwei Holz waren das. Sehr billig gemacht. Bin ja zufrieden, dass nicht, dass wir nicht so viel ausgeben müssen. So. So, genau, ihr fällt mal schön die Bäume und macht den ganzen Kram da hinten weg. Mensch, was wir da alles haben. An Ärzten und so weiter. Oh. Kommen auch immer wie sonst was raus. Eigentlich müsste ich ja auch mal eine Leiter hinmachen, aber ich finde das so niedlich, wie die auf den Baum hochklettern. Oh, die töten sich ja fast selber. Und den Krantschop, den stört das anscheinend gar nicht. Und der eine Riesenaxt, da würde ich schon alleine schaffen. Noch 22 Minuten. Oh, ein Buch wieder? Ein Nahkampfbuch. Wem gibt man das mal? Dem Jäger wieder. Der Jäger braucht sowas. Genau. Sehr gut, sehr gut. Zum Beispiel hier, Mana ist voll. Ah ja, wir wollten ja noch Betten bauen. Stimmt. Hier wollte ich noch eins hin haben. 5 Zwerge, 5 Betten. Oh. Ups. Was machst du denn da? Hüpft er einfach da runter? Das sah ja lustig aus. Oh. Er ist von einem von der Brücke gefallen. Interessant. Das oben kann er bestimmt nicht mehr wegmachen. Wir hatten angegriffen. Wo? Oh, was ist das denn gewesen? Mhm. Und wieder ein Baum zum Fällen. Wir müssen 30 Bäume fällen, Jungs. Oh, es wird schon wieder dunkel. Dann lassen wir die mal hier drüben erstmal kurz in Ruhe. So. Sollen sie erstmal hier bleiben. Und den Rest hier fertig machen. Und den restlichen Kram hier einsammeln. Nochmal 1, 2, 3, 4, 5. Sind alle da, die da sein müssen. Okay, die wollen den Kram jetzt noch von hier drüben. Die schaffen es einfach nicht irgendwie. Naja. Uns stören sie ja noch nicht. Von daher haben wir jetzt hier noch was liegen. Hier noch einiges da.
Gut. Wie viele Baumstämme haben wir schon? Wir haben schon 8 Sand. Brauchen wir 2 Sand? Oh, wir brauchen noch Baumstämme ohne Ende. Er ist reingeplumpst ins Wasser. Sehr schön. So, wir haben die Architektenwerkbank, kann man doch jetzt sagen. Und zwar würden wir doch mal was herstellen. Bretter, genau. Zack. War das so gewesen? Ja. Stellen wir da einfach mal 10 Bretter her. 10 Bretter kann man immer gebrauchen. Aber die Schilde, was haben eigentlich die Schilde nochmal? Wo sind sie? Ah, hier. Irgendwo. Ah, eine Luke. Okay. Mhm. Ja gut, das schauen wir uns später mal an. Wobei, wir müssten doch eigentlich... Kann ich hier die nicht kaputt machen? Und da dann eine Luke hinmachen? Ja, schauen wir mal. Dass die nicht da reinkommen, die Monster. So. Ah, super. Genau, er bastelt an der Werkbank schön rum. Hier haben wir noch einen Baumstamm, der weg muss. Das ist auch der Schreiner, der hier unten arbeitet. Da arbeitet der Janni. Der Janni ist der Schreiner, genau. Sehr gut. Finde ich gut, dass die dann auch gleich ihrer Arbeit nachgehen, die zu ihnen gehört. Finde ich gut so. So muss es sein. Guck mal, die Luke ist ja super. Kann ich auch sagen, dass die geschlossen bleiben soll? Oder verschließt sich auch automatisch dieser andere Baum? Weg damit. Genau, der Janni, der macht schön die Holzbretter. So muss es sein. Und dann schauen wir doch nochmal. Gibt es irgendwas Neues? Nadeln. Können wir die herstellen? Wissen wir noch nicht. Brauchen wir dann noch mehr Eisen bestimmt. Ja, Eisen ist auch noch genug da. Das finde ich gut. Die Schleimding können wir noch. Einmal Schleim, zweimal Knochen. Können wir jetzt mal herstellen. Mal 2 Schleimfackeln. So. Oder auch so. Wo kann man die denn hinstellen? Okay, dann stellen wir die da einfach mal. Machen wir einfach mal hier unten nur so aus Spaß meine Schleimfackel hin. Ich finde die anderen Fackeln jetzt schöner. Oh oh. Alle aufhören zu arbeiten. Sofort. Und schafft er das noch? Schafft er das noch? Was ist jetzt los? 1, 2, 3, 4, kommen. Bleibt alles schön da, wo ihr seid. Ausrüstung schnell. Jeder einen Helm aufziehen. Ein Helm für dich. Ein Helm für dich. Ein Helm für dich. Ne, du hast schon einen. Der Koch. Na komm, der Koch kriegt auch noch schnell einen Helm. So. Jetzt versteckt euch schön hier und wartet ab. Ich sag, gebt euch Bescheid, wenn ihr angreifen dürft. So, das finde ich mal lustig, dass er genau ein Monster allein. Und drauf, los! Hier, 2! Angreifen! Oh, sie dürfen keinen verlieren! Sehr gut, 10 Skelette getötet. Und Levelanstieg. Und den auch noch gleich wegmachen. Und den auch noch gleich wegmachen. So, gut. Oh. Oh oh, Jungs, die kommen rüber. Alle wieder zurück. Die Goblins sind hier da. Haut's weg, die Goblins, haut sie weg. Ja, den kriegen wir noch. Ah, oh, habt ihr Glück gehabt. Hier das Gespenst noch weg, schnell.
haben die sich wirklich rüber getraut. Das gibt's ja wohl nicht. Gut. Nein, 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 nein. Stopp, stopp, stopp. Kein Angriff mehr. Ihr könnt eurer geregelten Arbeit nachgehen wieder. Das macht er weg. Ja, die Stecken können wir wegmachen. Ganzen Kram hier aufsammeln. So, wie viel Sand fehlt uns noch? 8 mal Sand. Ach, wir haben jetzt auch 9 Zwergen, fällt mir gerade ein. Wer ist der neue Zwerg? Wer ist der neue Zwerg? Ganz hinten. Der Hai, auch da ein Koch. Na gut. Gibt von uns schon mal einen Knüppel. Dann kann er ein bisschen. Na gut, ich hebe mir sowas immer mal gerne auf. Warten wir mal ab. Oh, großer Baum. Weg damit. So, der Schreiner arbeitet weiter, das finde ich super. Wobei, kommt das so die komische Erde. Ihr könnt euch mal ein bisschen hier durchforsten. So, der Schreiner macht da unten weiter. Da haben wir eine schöne Schleimfackel. Da hat es reingeregnet. Ein zweites Bett noch. So. Genau, 6 Zwerge. 2, 4, 6. 6 Betten. Passt. Da ist sich wirklich rübergetraut. Mensch, Mensch, Mensch. Langsam bräuchten wir mal. Ja, da sollte ich mal ein bisschen hier hochkommen. Eigentlich müsste der Jäger jetzt kommen und müsste da hinten das Schweinchen weghauen. Die Bäume noch. Na komm, die Schnecken lassen wir einfach jetzt mal in Ruhe. Nur noch ein paar Erze. Wo ist der Jäger? Okay, sammeln noch alles ein bis jetzt. Na, könnt ihr ruhig machen. Dann plumpst ins Wasser, sehr schön. Mal auf den Techbaum gucken. Ja, das magische Licht ist irgendwie. Das können wir noch nicht so bauen. Kann ich das irgendwie nicht herstellen? Okay. Das kommt vielleicht alles noch. Was haben wir hier? Achtungsschild. Ein Achtungsschild. Okay. Bringt das auch noch nicht so viel? Ja. Den Tisch bauen wir weiter. Gut, wir müssen auch unbedingt jetzt erstmal die. Was fehlt uns hier? Ah, das komische Licht. Wie kommen wir an das magische Licht? Warum kann ich das nicht benutzen? Hier oben bei dem Mana vielleicht? Nee. Wenn ihr wisst, wie ich das magische Licht benutzen kann, dann schreibt es mir bitte in die Kommentare. Jetzt wissen wir es ja leider noch nicht, wie wir da hinkommen. Gut. Der Grant, der chillt immer noch da hinten. Ja, gut, die Bretter sind fertig. Sehr gut. Aber was können wir jetzt mit den Brettern machen? Haben wir auch noch was? Die Bretter. Was können wir mit den Brettern machen? Bearbeitetes Holz ist ein gutes Material und wird in vielen Bereichen der Herstellung von Gebäuden. Ah ja. Kann ich die jetzt hier auch irgendwo. Die Helme auf zur Zeit, wo noch nichts los ist. Sollen sie ruhig die Mützen tragen, die sie haben. Gerade. Ich will jetzt die Bretter benutzen. Geht noch nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Wir brauchen noch 2 mal Sand und immer noch 5 Holz. Dann habt ihr hier. Und das Schwein muss immer noch weg da oben. Die wissen gerade bestimmt nicht mal, wie sie da hinkommen sollen. Die können bestimmt nicht hier hochhüpfen, oder?
Jungs, es gibt immer genug zu tun. Was haben wir hier unten so alles? Wie tief geht denn das eigentlich runter? Oh mein Gott. Da haben wir noch einiges zum Buddeln. Die stehen dann wirklich hier da. Da müssen wir erstmal das hier wegmachen, glaube ich. Und dann könnten wir uns langsam hier hocharbeiten. Ich will unbedingt das Schaf haben. Oder reicht es, wenn ich eins oder drei hätte? Wir heben erstmal auf. Jetzt sammeln immer noch den ganzen Kram erstmal ein. Okay. Sollen sie diesmal tun? An sich finde ich bisher unsere Höhlenwelt ganz schön. Fürs Erste. Keiner ist untätig, das ist auch gut. Ja, wir können immer das komische Licht nicht machen. Und das auch nicht. Vollständigen Unterschlupf, indem du ihn. So ein Totem. Haben wir das irgendwo hier hinten? Das ist bestimmt ganz hinten im Tischbaum. Ach du meine Güte, da können wir aber noch vieles. Oh. Ein Vitrilhelm. Okay. Das Totem. Wird es uns hier irgendwo angezeigt? Auf den ersten Blick sehe ich jetzt. Ach doch, hier. Okay, da haben wir einiges noch zum Bauen. Das magische Licht, wieder einmal. Das magische Licht. Vielleicht müssen wir auch einfach die... regenerieren die eigentlich ihre Herzen selber. Der Bergmann, guck mal. Kein Leben mehr. Das sollten wir doch jetzt mal anfangen, hier eine Leiter hinzubauen. Eine Leiter. Waren zwei Holz immer. Genau. Eins. So. Dann fällen wir mal hier die Bäume weg. Und bauen dann dafür da eine Leiter hin. Wollt ihr mal weg den Baum? Okay, er fragt sich, ob es wegen dem toten Ding. Ja, wo? Ach, Glück gehabt. Fällt bei dem Baum hier sehr gut. Jetzt kann ich nämlich eine Leiter vor euch hin machen. Zwei Leitern reichen. Dann könnt ihr den Baum hier nämlich auch noch fällen. Und hier den Busch noch weg. Ah gut, das reicht. Sehr gut. Damit die nicht alle immer ihr Leben verlieren. Nochmal zurück Lager. Lager. Ausrüstung, was haben die denn für Essen? Der Tänzel. Aufgabe geschafft. Fälle 30 Bäume. Sehr gut. Jetzt fehlt uns nur noch der Sand ein bisschen und das komische Totem-Ding. So, jetzt habt ihr alle schon mal unser... Es wird gleich wieder dunkel, wir müssen uns eigentlich mal verziehen. Es wurde nichts gebaut. Wo kommt sie? Hier kommen alle zurück, solange es dunkel ist, bleibt immer alle schön hier. So, meine Zwerge. Schade, dass ich irgendwie zur Erde hier nicht hinbauen kann. Oh, ein Eimer. Dabei brauche ich Nägel. Soll man eventuell, um da irgendwie was hinzumachen, dass sie da nicht durchkommen? Das ist ja auch ein bisschen...
hier unten hinstecken. Ja, das ist der Unterschlupf, ich weiß. So. Bringen wir dir nochmal eins hier runter. Was macht ihr wieder alles? Du, geh schlafen. Okay, den habe ich ausgewählt, wenn ich jetzt so mache. Schlafen drücken. Okay, die können, die trauen sich nicht zu schlafen. Da war mein Bettenbauer ja auch ein bisschen. Schon sonst. Ach du heiliger Bimbam. Der macht nichts. Er soll auch noch nicht. Oh mein Gott. Schafft er das da hoch? Er schafft das wirklich. Los, Attacke! Greift er nochmal alle an! Los, auf den drüben drauf! Und schnell wieder alle zurück, alle zurück, alle zurück! Kommt nämlich jetzt die Skelettarmee. Los, los! Wie geht er denn hin? Auf! Wir dürfen keinen verlieren. So. Gut. Was, wenn dann die große Angriffswelle kommt oder die große Monsterwelle? Das alles erfahrt ihr in der nächsten Folge. Ich werde jetzt noch ein bisschen hier mich versuchen zu rüsten, noch versuchen eventuell so schnell wie möglich Sachen noch aufzubauen. Und ja, wie es da weitergeht und was mit uns passiert, das erfahrt ihr alles in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao, ciao.